Ihr freut euch schon richtig. Ja, verlier. Aber eins wisst ihr halt nicht, ne? Ich hab Angst. Ich hab eine lange Kindheit gehabt, ne? Ich war 7 Jahre lang Kind. Und danach noch ein 8. Es war abnormal, Mann. Die machen einfach, dass ich verliere. Wollt ihr mich gerade verarschen? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zur heutigen Dummdiddle-Challenge. Ihr wisst, ich muss diese Dummdiddle-Challenge bezwingen. Ich muss gewinnen, also den letzten Menschen knifen. Dann habe ich sie praktisch gewonnen und muss die Strafe nicht durchziehen. Die Strafe ist nach wie vor das Horrorspiel, das ich euch ja versprochen habe zu spielen, wenn ich eben verkacke. Ich muss es spielen, ich armer Teufel. Aber da ich letztes Mal so krass gewonnen habe, muss ich hier leider warten, bis der erste 3 Punkte hat. Da oben seht ihr die Punkte. Ich hüpfe hier ein bisschen rum, putze die Fenster. Fuck. Und ja, werde etwas Unfug treiben, solange ich hier warten muss. Oh shit, dude. Vielleicht kann ich hier einen Nein! Es ist wirklich krass, wie ihr wieder abgegangen seid schon. Ich habe ja gestern ein Video gemacht bezüglich des Knife Giveaways, also ein paar Infos rausgehauen. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Fans ich habe in solchen Momenten. Wisst ihr, ich lade irgendwie ein Video hoch, das klar noch nicht was mit Counter-Strike zu tun hat. Töte mich bitte. Danke. 50 Likes, 50 Kommentare oder sowas. So ein Video kommt, 150 Kommentare, 150 Likes. Oh, der erste hat 3. Nice! Das ist natürlich gar keine Kritik an meiner Community, sondern an den ganzen anderen. Ist völlig logisch. Klar, natürlich rechnet man mit so etwas. Ist also voll und ganz ist mir das im Klaren, dass sowas natürlich dann geschieht, wenn man sowas macht. Man zieht ja Leute an. Aber es ist halt verwunderlich, wie viele Lügner da mit dabei sind, die halt dann sagen, oh, ich guck die schon immer, ne? Und dann guck ich nach. Und dann war das einfach die erste Begegnung mit mir. Was? Ich habe einige Tools, ich habe einige Techniken, ich habe einiges cooles Zeug jetzt am Stissel, um die Giveaways noch community-freundlicher zu gestalten, weil ich sehr tiefen Einblick habe, auch in eure zuschauenden Statistiken. Und oh my gosh, dude, what are you doing? Ey, ich werde verlieren, ne? Fuck! Ich habe keinen Bock, mich zu gruseln. Und wenn ich verliere, ich weiß gar nicht richtig, wie ich das aufnehmen soll, weil ich muss ja dann, ich kann ja nicht mit den krassen Lampen hier spielen. Erstens, weil die Stimmung dann etwas flöten geht, ne, weil ich ja so viel sehe hier. Und zweitens, weil ich im Spiel sehr wenig sehe. Weil ich ja so geblendet werde, dass gerade ein dunkles Spiel wirklich dann Krebs ist für die Augen, ne? Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Da kann ich wahrscheinlich den Greenscreen nicht benutzen, weil er eben zu wenig ausgeleuchtet wird. Oh je, Bitch! Okay, 3 Unterschied habe ich. 3 Unterschied, 3, jawoll. Immer noch 3 Unterschied, der eine hat schon 6. Ach, komm. Okay, warte, da ist einer. Oh, komm, 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 es hat geleckt. Was war das? Und er läuft ein Knife herum. Er kippt mir einfach direkt. Ja, das ist halt immer lustig zu sehen, ne? Ich hab da, bin da mit Wallin wie immer am Talken. Und er hat ja auch schon einige Giveaways gemacht. Und es ist halt, es ist bei mir jetzt auch das 30. Giveaway oder sowas. Und es ist echt immer eine lustige Sache, wie beliebt man dann auf einmal ist, ne? Also wie ganz viele schreiben, boah, ich bin schon immer, ich liebe deine Videos. Ich guck nach und dann hat er das Video gesehen zu 10% und hat dann wieder weggeschaltet. Es gibt Leute, die dachten, das wäre das Giveaway-Video, ne? Die hat dann einfach geschrieben, ich hoffe, ich gewinne das Knife oder ich mache mit oder irgendwie sowas, ne? Auf diese Leute habe ich auch direkt mitunter geantwortet, dass sie jetzt schon ihre Gewinnchancen verspielt haben damit. Weil, natürlich soll das Video an die Community gehen und nicht an irgendeinen so Dödel, der halt gerade geiermäßig unterwegs ist. Aber wie das alles ausgewertet wird, was passiert, Lirum Larum, das erfahrt ihr natürlich alles im eigentlichen Giveaway-Video, das ja, ja, dann morgen erscheinen wird. Es gibt dann auch danach einige Videos, in denen ich weitere Infos gebe, aber so alles in allem wird morgen eben das Haupt-Giveaway-Video kommen. Sage mal, ich bin immer noch 3 unter... Hallo? Was ist denn jetzt los? Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich stecke hier Zeit in die Aufnahme, ja? Schon 5 Minuten nehme ich auf. Dann sowas. Ah, das ist ja wirklich frech, ey. Das ist Kartoffelsalat. Kann jetzt vielleicht mal jemand was machen? Ey, ich hätte doch gewonnen. Pass mal auf. Jetzt werden wir gleich so Host Migration, Immigration, Imagination gemacht. Und dann bin ich Letzter. Aha, 10 hat er jetzt. Eben hat er 6 gehabt. 9. Mann, ist das schön, dass ihr alle spielen konntet, nur ich nicht. Finde ich edel von euch. Finde ich extrem fair, ist klar. Ich weiß, ihr wollt, dass ich verliere. Ihr Schweine wollt, dass ich verliere. Ihr freut euch schon richtig. Ja, verliere. Aber eins wisst ihr halt nicht, ne? Ich habe Angst. Ich habe eine lange Kindheit gehabt, ne? Ich war 7 Jahre lang Kind. Und danach noch ein 8. Es war abnormal, Mann. Ich dachte, das hört nie auf, ne? Dann bin ich mit 15 halt irgendwann... Wann ist man kein Kind mehr? Mit 16, 14, 15, 13, 12? Gar nicht? Ist man auch mit 15 noch ein Kind? Eigentlich schon, ne? Aber man hat irgendwie... Man wird anders bearbeitet, wenn man Strafen begeht, oder? Aber so an sich zählt man schon noch als Kind. Ich meine, klar, Teenie, Jugendlicher, diese ganzen Begriffe. Man ist mit 16 Jugendlicher. Ab 16 ist man jugendlich. Davor ist man a fucking child. Shit, dude. Hat mich abgeknallt. Alter, Leute, oh, ich sag gar nichts mehr, das war ja total krass. Habe ich gerade meinen Cheat angemacht? Warte mal. Nee, habe ich nicht. Oh, was geht hier ab, Mann? Ich habe voll die Reflexe auf einmal, Alter. Jetzt könnte ich die Maus... Jetzt kotze ich aber gleich. Vor Freude. Meine Damen und Herren. Oh, der cheatet. Kinder, Mann. Geht es bei mir gerade on point zur Sache hier? Ich bin immer noch 3 unterschiedlich zum Ersten.
Ihr fickt mich doch gerade so enorm. Das war ein Bot. Aha. Ihr wollt mich doch gerade voll verarschen. Also nicht ihr, aber hier die Leute im Spiel. Die sind so gemein zu mir, ne? Die machen einfach, dass ich verliere. Boah, ey, Jacqueline. Hallo? Oh, fuck, die... Ich hab ihn nicht gekillt. Mhm. Glaube ich euch jetzt. So, nicht eins. Und der nächste. Zwei. Fuck daneben. Ich bin hängen geblieben. Drei. Natürlich. Easy Kill. Easy Experience, meine Freunde. Ja, Wolf. Alter, was geht mit mir ab? Ich hab nur noch einen Unterschied zu dem. Oh, fuck. Okay, okay, ich gewinne jetzt, ich gewinne jetzt, ich gewinne jetzt. Fuck, meine Frames sind gerade voll gedroppt. Deswegen bin ich so gut, weil ich ohne Frames kann ich am besten spielen. Ich bin halt eigentlich Consoliero. Oh, krass, wie ich mich einfach voll selbst getestet habe. Ein HP. Will mich jetzt ändern. Nein. Dankeschön, dass du mich umgebracht hast, Angel Girl. Er hat immer noch einen Punkt Vorsprung. Zwei? Sag mal. Mir fliegt gleich der Hoden ab. 19. Ach komm, wo ist hier noch ein Gegner, bitte? Nein, da drüben. Das war mein Mate. Ey, Leute, ich sehe es kommen. Ich muss verrecken. Ich verrecke. Ich muss jetzt hier... Ach, gut, das war der Bot. Sehr gut. Der hat mich schon mal ein bisschen gepusht, der Bot. Nein, warum hat das kein Kill? Ich bin zwei Punkte wieder unterschiedlich mit dem ersten. Super, rechts war auch einer. Sag mal, hat er mich durch die Wand gepimmelt? Was ist mit dem los? Hat er irgendwie... Kann er durch die Wand gucken oder was? Ist das ein Pappsack? Ja, der läuft da oben. Super geil, schon drei Neifer. Ich habe verloren, Leute. Ich kann mich schon mal drauf gefasst machen, dieses verschissene Horrorspiel zu spielen. Ich habe jetzt schon Angst, Mann. Nice, okay, die Mates killen sich hier. Was? 99 in 8? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fuck, ich muss das Horrorspiel spielen, scheiße. Okay, ich merk schon, ich merk schon, ich merk schon, ihr freut euch. Ich höre es doch jetzt schon. Heute ist übrigens Livestream, denkt dran. Die neue Grafikkarte ist auch da, aber ich habe sie noch nicht eingebaut. Ich bin zu getaktet, also mein Durchfall. Aufnehmen, schneiden, rendern. Ich kann jetzt keine Unterbrechung drin haben, weil sonst der Livestream heute Abend in Gefahr gerät. Und ja, deswegen mache ich heute ganz genüsslich alles durch und werde dann morgen früh die Grafikkarte einwursteln in den PC und dann eben vor mich hin. Pimmeln. Schaut übrigens mal bei Big Wollen vorbei. Er hat ein Horrorspiel gespielt. Irgend so ein Office-Horrorspiel. Richtig, richtig ekelig. Vielen Dank vor allem beim letzten Video für eure Daumengeschichte. Das hat ja bald 200 Daumen. Fick die Wurst, Alter. Krass. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hey. Die Gelbigkeit eben war.